Hallo. Guten Morgen. Wir fahren jetzt los. Bitte fahr los, Marius. Wir sind schon zu spät. Bin ich mir ziemlich sicher. Es ist ein sehr witziger Tag heute. Wir sind in Bochum und sind heute als Lichtteam komplett unterwegs für einen Studentenfilm. Das heißt, Lisa ist hier schon fleißig am Aufbauen. Yes. Lisa, was geht? Was baust du auf? Ich baue die 600D auf, weil ich glaube, das wird heute so unser kleines Prachtstück sein. Ich schieße mit der von außen in die Bar und simulieren so sehr helles Tageslicht, was dann sich in der Bar verläuft und dann immer schummriger wird. Es gibt nämlich eine Herausforderung an einem Teil, und zwar, dass eigentlich wir nur mit der vorhandenen Lichttechnik von der Filmcrew hier drehen sollten. Denn das Problem ist, die drehen 3 Tage in dieser Location für eine einzige Szene und wir sind nur an 2 Tagen dabei. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht alles mit unserer eigenen Technik vollklatschen, was wir natürlich sehr gerne machen würden. Die Technik, die hier vor Ort ist, ist ein bisschen reduzierter. Und wir gucken, dass wir nur an bestimmten Stellen mit unserer Technik ein bisschen was ausfüllen, sag ich mal. Wir haben jetzt gerade schon die erste Lampe gesetzt, das war eine 600D, unser Schätzchen, für die allererste Szene, für das erste Bild. Da kommt nämlich die Hauptdarstellerin hier durch diesen Eingang rein und geht sozusagen vom hellen Tageslicht in diese schummerige Bude, die so ein bisschen die Zwischenwelt darstellt. Und deshalb arbeiten wir mit so einem krassen Backlight. Und ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist, das ist gerade gar nicht in unserem Bemessen, sondern es wird uns gleich der Thilo sagen, der hier zuständig mit Kameramann. Hi, ich bin der Max. Ich darf hier für den Abschlussfilm von Susanne Bloth Regie machen. Ich studiere Film an der FH im letzten Jahr. Maris und ich haben uns 2017 bei Deborah, glaube ich, kennengelernt. 18. Da waren wir Zimmergenossen. Ich habe ins Bett gepasst. Marius war zu lang für das Bett. Wir lagen nicht im gleichen Bett. Stimmt. Leider. Ja, jetzt sehen wir uns nach gefühlt 2 Jahren mal zum Arbeiten wieder. Ich freue mich sehr. Die vorhandene Lichttechnik, das sind hier 3 Redheads von Adi. Genau, und wir haben noch 3 Flächen-LEDs, ich glaube von Neura sind die, die wir heute auch benutzen. Bei diesen Redheads sind keine Dimmer dabei, das heißt, mit Kunstlicht zu leuchten ist dann schon ein bisschen schwierig, weil man halt die vorhandene Power hat und damit arbeiten muss. Und selbst wenn wir einen Dimmer hätten würden, ja, würde sich die Lichtfarbe mit dem Dimm ändern. Eine Sache, die ich ein bisschen als Problem mir vorstellen könnte, ist, dass unsere COB-Lampen, das heißt, die Lampen, die eine ähnliche Lichtqualität haben wie die Redheads, sind alle Tageslicht. Das heißt, wir können eigentlich unsere 300D, 600D und so weiter nicht mit denen hier mischen, um im Innenraum die gleiche Farbtemperatur zu bekommen. Das ist ein bisschen doof, aber kein Hindernis. Was wir auf jeden Fall benutzen werden, weil es in jeder Low-Budget-Variante eigentlich verfügbar ist, ist ein Bounce-Board und eine Negative-Fill. Und das machen wir in unserem Fall mit einer kleinen Flag. Kann man aber auch alles andere nehmen. Low-Budget-mäßig wäre immer der gute alte Molton-Stoff. Molton oder auch man könnte sogar ohne Scheiß die Innenseite von dieser Jacke nehmen, die komplett schwarz ist. Also es macht ja immer das Gleiche. Oder auch irgendwie ein Bettlaken oder sowas. Also da gibt es wirklich viele Varianten. Dieses Bounceboard haben wir ja auch nur selber gebaut. Das sind einfach 2 Styroporplatten aus dem Baumarkt. Heute ist ein bisschen die Herausforderung, das Material so einzusetzen, dass die Truppe an den Drehtagen, wo wir nicht dabei sind, immer noch ähnliche Bilder machen kann. Deshalb nehmen wir auch ganz wenig Material von uns und ganz, ganz viel Technik von den Leuten hier und versuchen irgendwie immer nur das reinzubringen, was dann auch wieder die Truppe hier rekreieren kann ohne unser Material. Ein Bounceboard kriegt man immer ersetzt. Also im Zweifel kann irgendein Dödel hier so einen Tisch hochhalten. Keine Ahnung, ne? Also das geht ja. Der ursprüngliche Plan war, eine der Arri Redheads mit dem Bounceboard quasi dauerhaft als Keylight zu benutzen. Das heißt, man Bounce einfach einen schönen, soften Key zu erzeugen. Letzten Endes haben wir das nur für die allererste Szene gemacht, weil wir anschließend noch eine von diesen Valimax LED-Flächen unter dem vorhandenen Lichtequipment gefunden haben, was deutlich angenehmer, schneller und vor allem weniger heiß im Einsatz ist und variabel in der Lichtfarbe.
Das heißt, für den Rest des Tages war diese LED-Fläche unser Keylight, was vor allem durch das Grid, was dabei ist, deutlich angenehmer ist, weil man viel mehr zielen kann mit seinem Licht. Weil das teilweise aber immer noch nicht reicht, haben wir an vielen Stellen mit Flags und Cuttern gearbeitet. Dazu würde ich gerne morgen noch ein bisschen mehr erzählen, wenn wir die Zeit dazu haben. Gerade wenn man weniger Mittel hat, ist es manchmal total geil, wie wichtig Kleinigkeiten sind. Wir haben jetzt zum Beispiel hier in so einer Couch-Szene, hier hinten, Lisa, mach nochmal weg, so einen unangenehmen Lichtschein auf der Wand, den wollen wir weg haben, weil es dann so ein bisschen mehr unsere Protagonistin vom Hintergrund absetzt. Und die Lösung ist einfach hier bei dem Practical, was wir nutzen, ein bisschen Blackwrap davor, dass genau der Hintergrund nicht getroffen wird, sondern nur die liebe Paula. Paula. Und dann ist geil. Ich habe irgendwann mal Anfang des Jahres so ein Video gemacht. Das hieß, Filme machen ist langweilig. Schlimm, wenn man nicht so in der Hauptposition ist und die ganze Zeit warten. Es ist schon schön, aber man sitzt echt krass viel rum, wenn man nicht DP't oder Regie macht. Dann so Licht, und dann richtet man ein und dann sitzt man drei, vier Stunden rum und dann richtet man wieder ein und dann sitzt man wieder drei, vier Stunden rum. Ganz ungewohntes Arbeiten. Wenn ihr im Set steht und euch fragt, wo sind eigentlich schon wieder die Chefs, dann ist die Lese meistens nicht weit und sie stehen an irgendeinem absurden Ort, um zu telefonieren. Zum Beispiel hier. Im einzig möglichen Ausgang. Tschüss! Und jetzt wieder direkt den Gute-Laune-Vlogger raus. Hey Leute, was geht? Es ist vorbei, der Wahnsinn! Ein schniebilastiger Vlog heute, aber ein Learning, was ich auf jeden Fall noch weitergeben möchte. Gerade für junge, aufstrebende Filmemacher, eine sehr unterschätzte Sache, in die man viel Geld investieren muss, sind Stromkabel und Mehrfachstecker. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Mehrfachstecker und Verlängerungskabel wir heute im Einsatz hatten. Etliche. Und wir haben wirklich sehr viele und trotzdem wurde unsere Kiste immer leerer. Ja. Häufig unterschätzt, ultra wichtig. Und geht gut mit euren Kabeln um, Leute. Hashtag des Tages, geht gut mit euren Kabeln um. Die Frage ist, wie geht man gut mit den Kabeln um? Das erklären wir in einem anderen Video. So, wir fahren jetzt nach Hause, nach Köln und ja, sind morgen einfach nochmal hier. Freut euch auf den gleichen Vlog nochmal. Wenn wir dieselben Schnittbilder nochmal. Wir haben morgen ein bisschen uns schon eingegroovt von heute. Vielleicht können wir ein bisschen mehr über Details quatschen. Ja. Alles klar, vielen Dank fürs Anschauen, bis morgen. Tschüss!